So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ja, ich bin jetzt hier auf einer neuen Map, weil ich ein bisschen Pause machen musste und dadurch die Map resettet wurde. Die wird nach 8 Minuten ungefähr resettet, aber es hat sich nicht viel getan. Ich habe das Inventar geleert. Benutze hier mal den Stein of Blacksmith. So, und wir gehen hier rein. Gut. Ja, es kann sein, dass es ein bisschen asynchron momentan ist, aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Weil die Server recht, ja, schlecht irgendwie sind. Ja, kann ich jetzt nicht genau gerade sagen, aber sie sehr schnell zu Asynchronität gehen. So, mal hier den rare Strongbox aufmachen. Der Charakter ist ganz anders zu spielen. Ich muss wieder dran gewöhnen. Ich werde nebenbei noch einen Eyeshot-Ding machen. Was am besten Duelist, ja. Und ihn so level wie der machen und mal schauen, wenn dieser Charakter hier fehlschlägt. Weil es spielen nicht viele diesen Bild. Wenn der wirklich zu schlecht wäre oder wir zu viele Mana-Probleme bekommen oder sonst irgendwas und deshalb nicht weiterkommen, werde ich auf den Eyeshot mal Duelist umsteigen. Aber ich denke, es ist jetzt nicht so, dass es schon Ding ist. Aber im Cruel wird es dann viel schwerer. Der Normalschwierigkeitsgrad ist auch eher so ein Tutorial. So. Bald haben wir dann Reduced Duration. Noch zwei, drei Level. Noch ein Level. Wow. So, wo haben wir den Eingang? Zur zweiten Ebene. Und das der Waypoint möchte ich gerne noch haben. Wo ist der Waypoint? Hallo? Ja, genau. Schieß mal dort rein. Ja, die sind jetzt schon ein bisschen ekliger, weil wir die nicht direkt töten. Hier mal ein Schuss. Treffen ist Kunst. Aha, du bist unten. Okay. Nimm die doch mit. Wir brauchen mehr Reichweite unbedingt. So, hier geht's runter. Ich möchte aber kurz den Waypoint holen. Ich denke, der ist hier drüben. So. Ja, die Fässer kann man leicht zerstören mit dem Schuss hier oben. Nö. Na, dann ist er hier unten rechts. Mist. Nicht hier, doch. Ja, ich bin momentan sehr, sehr beschäftigt, weil ich sehr viel trainiere und auch jetzt mehr Sachen erledigen muss, wie Ämtchen. Einfach Haushalt und ja. Und ja, deshalb kommen vielleicht momentan ein bisschen weniger Videos, aber das wird sich dann wieder, also es kommen wieder dann bald mehr. Ja, leider. Ich bin nämlich schon erwachsen und ich muss Sachen machen. Und da verliere ich viel Zeit und nebenbei wegen dem Sport auch viel ausruhen. Und eben Sport, trainieren und so. Aber ich schaue, dass ich noch 3 Videos pro Tag hochladen kann. Später wird es dann wieder besser. So. Und er hat viel Leben. Gut. So schießt er oben drüber. So komisch, dass die Pfeile nicht nach unten fallen nach einiger Zeit.
Aber es wäre für mich besser. Aber eben, das ist ein Action-Rollenspiel und kein Physikspielerei. Deshalb ist das eigentlich egal. So. Jetzt hier weiter. Jetzt wird's dunkel. Wir haben etwas aktiviert, was die Götter gar nicht gut finden, und haben den die Sonne verdunkelt. So. Super Convocation. Das ist ein Minion. Ah, das ist so ein Ding, ja. Wo die Minions einfach zusammenhält. So, hier müssen wir zwei Corrupted Monster holen. Da geht's nach oben. Ja. Suchen wir die mal kurz. Da unten. Ja, aus wie Teikel. So, den da töten. Ja, mein Mana ist leer. So, und direkt noch mehr Gegner. So, der kommt mit. Genau. So haben wir die Quest erledigt. Gut. So. Haben wir wieder ein paar, ja, ein bisschen Erfahrung gegeben hier. Und wir gehen jetzt weiter. Gut, Quest completed. Und jetzt haben wir irgendwo ein Waypoint hier. Oh. Ja, geht am besten mit dem hier. Ah, oh, das ist so ein Mistgegner. Gut, er hat sich nämlich aufgeteilt durch den Wahlbonus. Ich möchte hier mit Barak angreifen und hier mit Punktur. So. So geht's mir besser. Teilt euch nicht immer auf, haben die irgendwie eine KI, dass sie sich aufteilen. Ja, da müssen wir unbedingt haben, dass wir schneller, also dass die Bomben schneller explodieren. Ich hoffe, das funktioniert auch. Aber es ist ja ein Duration Skill. Da kann ich gleich mal kurz nachschauen. Duration. Gut, es funktioniert. Wir brauchen aber noch ein bisschen Level. So, wo ist der Eingang hier? Ah, hier oben. So. Ja, ja, haut ab. Ach komm. Ich will jetzt einfach noch hier oben gehen. Also schon ein bisschen desynchron hier, aber gut. Da wir Life brauchen, weil wir dann auf Blood Magic gehen. Blood Magic ist der Skill hier unten. Macht alles Mana weg. Spend Life instead of Mana for Kills. So, also macht eben, dass wir Leben verlieren sollten, Mana. Und dann brauchen wir viel Health. Es gibt, glaube ich, 40 Health, ja. So. Gut. Und jetzt machen wir mal kurz den Helm.
Naja, ist jetzt weniger gut. Hier könnten wir noch. Ja. Jojo. Also, dann gehen wir gleich weiter. Wir brauchen noch das Level. Und ja, wir wollen doch ein bisschen die spannenderen Areas treffen. So, also Barak ist schon viel stärker, aber ja, das ist auch klar. Explosivshot muss zuerst reifen, muss zuerst gelevelt werden. Ah, schaut, wie desynchron das ist. Ist ein bisschen problematisch. Ich hoffe, sie fixen das bald, dass die Server nicht mehr asynchron laufen. Ah, danke, dass du die anderen auch mitgenommen hast. So, und die Quests, die wir jetzt nicht machen, machen wir dann später, bevor wir auf Cruel gehen. So. Und das mit dem neuen Aden, das verzögert sich noch ein bisschen. Sie haben so einen Statusbericht gemacht, was sie noch machen müssen, und so wie es aussieht, müssen sie noch ein bisschen etwas machen. Aber dafür wird es auch sehr gut, ich hoffe es jedenfalls. Aber manche Kritiken sind nicht so gut. Also, sollte sehr linear werden. Ich bin ja eigentlich aber der Fan von ein bisschen linear. Also es ist so richtig lange verzweigte Levels habe ich nicht so gerne. Für mich ist es eigentlich positiv. Shaggy Monstrity. Fast Level, komm. Lasst euch besiegen. So. Yay. Gut. So, jetzt sind wir hier oben. Noch ein Level. Dann haben wir wenigstens 8%. Und noch zwei Level eher. So. Ich möchte den hier rein tun. Dafür Angel raus, Angel hier rein. Angel wieder aktivieren. Wenn wir genug Mana haben. Und jetzt soll's 45 Millisekunden. Okay, dauert's jetzt. Ja, so explodiert's sofort. Ja, es geht schon viel besser. Gut. Das ist doch mal hilfreich. Also. Das ist sehr hilfreich. Ich hoffe, sie bleiben trotzdem stark, die Explosionen, weil sie ja weniger schnell dauern, aber ich denke schon. Was jetzt das Problem ist, wir verbrauchen noch mehr Mana. Aber das sollte jetzt nicht so das größte Problem sein. So. Und sonst machen wir halt Anger raus und tun Clarity rein. Und dann geht es auch schon viel besser. So. Ja, das ist schön hilfreich, wenn das schön explodiert. So, oder? Also ihr seht, der Kill-Speed ist schon richtig hoch gestiegen. Das macht Spaß. Und natürlich, der Gem levelt jetzt auch. Der wird auch dann irgendwie schneller. Dann haben wir wirklich einen Speed-Charakter. Ob wir später den Skill wieder rausnehmen, weiß ich nicht. Aber müssen wir nicht, weil das
Die Dauer wird wieder resettet, wenn man ihn mehrmals angreift. So. Das ist gut. Und die die Reichweite wird auch gesteigert. So, wir lassen ihn mal ein bisschen Mana regenerieren. Ja, ist relativ langsam. Okay, machen wir weiter. Ja, hier sind halt zähe Monster. Sind ganz viele zähe Monster. Habt ihr gesehen, wie verzögert das ist? Weshalb? Sind die Server momentan so schlecht? Oder liegt das an meiner Internetverbindung? Aber ich habe ja sehr gute Internetverbindung. An dem liegt es ja nicht. Sollte es nicht liegen. Vielleicht, weil die Server in Neuseeland liegen. Natürlich. Freche Sache. Die Entwickler sollen einfach nach Europa ziehen oder nach in die USA. Das ist viel zu schlecht in Neuseeland. Ich weiß nicht, was die für eine Internetverbindung haben für die Server. Aber es laggt schon richtig. So. Vielleicht sollten wir bald auf Blood Magic gehen, aber ich habe so eigentlich meine... Ja, bedauern, dass wir dann recht viel Leben, wenig Leben haben. Und wir brauchen noch Lebensregeneration, also... Ja. Das Problem ist, wenn wir MF machen, wir haben dann wenig Lebensregeneration durch die Items. Oder bräuchten ein super Item noch nebenbei. Und das ist nicht so gut. Ach komm, hey, was ist denn los? Nicht so viel Mana verbrauchen. Sodele. Gut, haben wir den Tempel. Wald. Nein, haben wir noch eine? Haben wir noch? Okay. Wir haben noch eine zweite Ebene, stimmt. Ja, brennt ein bisschen. Und ein Dreifach-Kill. Ach, blöde Teile. Der Explosions-Arrow steigert sich danach Level 3. Gut. So, Delle. Oh, ein schneller. Ein schneller Kauz. Feral Frenzy. Stirb doch endlich, du auch. Da hat sich einfach nebenbei durchgeglitscht. So, wir sind am Tempel angekommen jetzt. Gut. Die Kavernen. So. Kurz mit allen reden.
Gut. Die deutsche Lokalisierung wird so Ende Sommer rauskommen, vielleicht. Vielleicht schon an der Veröffentlichung von The Awakening. Aber naja, ich denke jetzt nicht. Jo. Wir tun den hier rein, den. Ja, das andere verkaufen wir. So. Hello. Gut. Noch mehr Scrolls. Schade, dass man die nicht einfach auf den Boden werfen kann. Für die anderen Leute. Ich werde ihn destroyen, so. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch ausrüsten können. Wir bräuchten mal Mana, irgendwas. Ja, Leech, Mana Leech. Okay. Da muss ich das hier hin tun, so. Und den Burning Arrow mache ich hier rein. Machen wir 20, zwar 20 in Kiste Physical Damage weniger, aber dafür. Dafür. So, dafür haben wir MF, Magic Feind, Armor, Lightning Resistance, sehr wichtig, 10, Increased Movement Speed. Das ist doch nett. So, wir könnten hier noch ein Item Rarity reintun. Brauchen dafür aber nicht mehr Mana. Okay, klar, machen wir rein. Und jetzt etwas mit Rot. Können wir ein Reduced Mana reintun? Nein, ab Level 31. Wir könnten. Wir könnten Root Magic reintun. Aber nein, das kostet zu viel Mana. Leben. Melee Splash. Fire Penetration. Das braucht aber auch sehr viel Mana. Ja, dann lassen wir es so. Was wir noch reinmachen könnten ist. Wo haben wir so ein Amulett? Das habe ich, glaube ich, beim anderen Charaktere. Sollte aber noch eins haben. Ich habe das zweimal. Da oben. Machen wir das rein. So. Ah, deswegen Bogen. Wir brauchen mehr Dexterity. So. Wir brauchen unbedingt mehr Dexterity. Also. Jo, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes und tschüss, Leute.